Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Stardew Valley mit dem Sascha. Schönen guten Tag. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir gespielt haben. Aber hey, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, deswegen legen wir einfach los. Gucken einfach mal, was wir machen können. So, die Stelle Lea ist doch schon wieder perfekt hier. Ah, ich rede gerade mit Haley und die sieht einfach aus, holy shit, einfach nur komplett verdreckt und alles. I'm glad I've learned to enjoy cleaning. The house gets dirty very easily. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Sache hier. Und wir haben Post, Sascha. Direkt. Okay. Wie öffne ich das nochmal? So. Come by the shop and check out the new rods I'm selling. The best money can buy. Und bla bla bla. Ich glaube, das ist jetzt die Iridium Rod, die ich mir auch endlich mal leisten kann. Vermutlich. Würde ja auch echt mal Zeit, hä? Oh, warte mal, ich kann nur so gießen. Oh shit. Ja, gut, okay. Erstmal wieder die Hofarbeit, ey. Ah, irgendwie habe ich es schon ein bisschen vermisst, hey, unsere Stardew Valley Sessions immer. Ich meine, hier ist so schön auf dem Hof arbeiten, mit dem Gezwitscher der Vögel in den Ohren, unser Void-Huhn, das da hinten entlang läuft. Holy shit. Sieht halt schon ein bisschen creepy aus mit den roten Augen und allem. Aber so muss das. Zack. Warte mal, haben wir nicht eigentlich gesagt, du machst jetzt gerade hier ein bisschen mehr die Farm rein? Ja, also unter anderem. Upala. Ja, komm, dann lasse ich dich das hier mal machen. Und ja, finde ich auch, dass ich echt nett bin, ich sowas mache. Oh, da können wir können hier schürfen. Was können wir? Schürfen im Wasser. Ach stimmt, wir haben ja die Golddinger mittlerweile. Wie kann ich das denn jetzt hier machen? Das ist zu weit weg, oder? Ah ne, es geht. Copperohr, 6 Stück. Actually, es ist gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. So, Sascha, also was steht denn jetzt heute an? Was wollen wir machen? Ja, gute Frage. Wir hatten ja... Alter Vater, warum ist das denn so scheiße laut, wenn du das Gras schneidest? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das ist halt bei mir auch nicht so leise. Also ich werde hier erstmal ein bisschen wieder Saubermann spielen, weil wir echt hier übel einfach viel Zeug rumliegen haben. Wir haben uns wirklich schon Schwein gekauft gehabt, hast du letztes Mal gesagt. Also das ist halt... Ja, gut, ne? Aber jetzt ein Schwein. Ich habe einmal Wolle von Emily geschenkt bekommen. Das ist ja nett. Ja. Ich meine, Wolle kann man eigentlich immer gebrauchen. So, was haben wir vor? Wir hatten überlegt, ob wir uns jetzt langsam mal eine Schleimfarm zulegen. Ja. Oh, die Kirschen sind fertig, Sascha. Hup. Ich hab da unten ja auch noch einen Baum. Oh, warte mal, hier ist auch noch so ein Ding. Sascha, wir können wieder was abgeben. Nice. Wir haben das Siebding hier komme ich nicht ran. Ja, doch, du musst dich so nah wie möglich ranstellen und dann musst du halt öfters mal rechtsklick oder linksklick spammen. Linksklick ist es. Leute, 2 Iron Ore, Fire Quartz. Das ist ja frech, dass du da rankommst. Wir finden es okay. So, wir haben nämlich jetzt wieder ein Bundle fertig und zwar das. Sascha, wir haben nur noch das Bulletin Board. Okay. Uns fehlt nur noch ein Bundle. Oh. Gut, gegebenenfalls konnte ich gerade auch nicht das Ding ins Kirchen rausholen, weil ich mit dem Milcheimer versucht habe, es rauszuholen. Und nicht mit dem Sieb. Wie konnte denn sowas passieren? Haben wir echt schon alle anderen Sachen erfüllt? Holy shit, einfach nur. Hast du die Hühner gefüttert? Nee, Hühner noch nicht. Ich war gerade bei den Kühen. So, dann wollen wir nochmal ein bisschen Käse machen. Käse. Hast du früher solche Serien wie Chip und Chap und sowas angeguckt? Sicherlich. Ja, wohl, so muss es sein. Da gab es doch diese fette Maus, war das, glaube ich, oder war das eine Ratte? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Diesen Samson oder wie der hieß. Samson. Ja. Der schleicht so ein bisschen auf Käse. Ja, richtig. Das war so ein
Character Build, das dürftest du heute, glaube ich, auch nicht mehr machen, weil sonst würde dich irgendjemand verklagen, weil das wohl irgendwie rassistisch gegen Käseliebhaber wäre oder so. Das könnte ich mir voll gut vorstellen. Gegen ja, Käseliebhaber sind eine eigene Rasse. Ja, ist doch recht so, oder? Oh, ich habe gerade eine Magma-Geode einfach aus dem Stein gekriegt. Für gut. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt meinen ersten Tag hier erstmal drauf verschwenden, noch ein bisschen den Hof mal wieder ordentlich hier aufzustellen, weil guck dir das mal an, wie kacke das einfach aussieht. Ja. Das heißt, ich hole jetzt hier ganz viel Holz ran. Ich würde mal anfangen, zwischen den Beeten einen Weg zu platzieren. Das hast du doch schon. Ja, aber auch hier nach links weg dann. Also, dass wir hier nach hinten irgendwie noch was machen. Weil hier ist ja auch noch der Schrein und ich würde hier hinten gerne sowas... Ja, ich weiß gar nicht, was sollen wir denn hier hinten hinbauen? Eigentlich wäre hier hinten beim Obba, seinem Schrein, ein cooler Platz für die Schleimfarm. Haben wir nicht schon ein Iridium-Erz am Start? Schau mal eben, wir haben... Hier Iridium-Ohr. Und wie viel? Vier. Das ist halt nicht genug. Nee, wir brauchen noch ein... Ah, du warst gerade in der Mushroom-Höhle. Ja, da ist nichts los. Alles leer. Das hat uns so Pilze geklaut. Warum sind die Sounds bei mir so laut? Das ist ja übel. Ja, ist bei mir aber auch irgendwie so. Ich glaube, ich stelle das actually echt noch mal ein bisschen leiser. So, was machen wir denn jetzt noch? 4 Uhr Nachmittag schon wieder. Ja, der Tag ist ja schon wieder gelaufen, ne? Ja, ich hätte mal gesagt, wir verkaufen jetzt einfach noch ein bisschen, gucken uns nochmal unsere Kisten vielleicht etwas genauer an. Die könnten wir auch mal wieder ein bisschen sortieren. Da haben wir echt viel Bullshit drin noch. Ja, übermorgen ist das Egg Festival. Oh, aber wieder die Eiersuche, jawohl. Was wir auch machen könnten, wäre halt einfach mal wieder ein bisschen angeln gehen, Sascha. Ja. Wo ist denn Haley? Schnuggi, die steht der ganze Tag nur am Herd, hey. Mann. Hier. Are you enjoying the married life scroll? Weiß ich noch nicht so ganz. Ah ja. Jo. Aber nicht so. Habe ich Lea diese Woche schon was geschenkt? Sascha, was für eine Frage, natürlich. Das ist... Die Option hat man gar nicht mehr. Was? Für das Geschenk... Ding. Versteht, dass du jetzt eine Wife... Dass du eine Wife bist, Alter. Und dass man... Ja, du musst da, ich schenke dir ja trotzdem immer mal wieder was. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber vielleicht können wir da wieder irgendwas machen. Pam geht jetzt auch erstmal heim in den Pub. Was ich mich gerade frage, was ist jetzt eigentlich aus ihrem Haus geworden? Oder? Wieso? Pam wohnt im Wohnwagen? Nein, aus Haleys Haus. Das sieht actually noch genauso aus wie vorher. Ja, gut, okay. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwas Spannendes, dass hier irgendwie. Fiberglass, ich habe 2 Fiberglass Rods. Warum? Nein, ich möchte die Void Mayonnaise nicht essen. Die möchte ich verkaufen. Ja, wir müssen mal wieder gucken, dass wir ein bisschen Cash in the Tash kriegen, hey. Wir haben 27.000. Ja, Alter. 100.000.000 brauchen wir. Mongol. Ich hätte mal gesagt, wir versuchen jetzt mal das letzte Bundle fertig zu kriegen. Schon wieder keine Kohle mehr? Was? Doch, ich habe noch Kohle dabei. Ja, dann pack mal hier in die Kisten, dass wir ja, unser restliches Ohr brennen können. Ich bin gerade am Meer. Oh ja. Da sich jemand aber. Warum? Ich angel. Naja. Ja, zumindest habe ich vor, jetzt zu angeln. Ich bin gerade noch rumgelaufen und habe die Dinge geholt hier, diese Korallendinger. Ja. Und das, was wir jetzt hier in unserem Ding drin haben. Inventory full, Alter. Ja, nur noch das Bulletin Board. Was? Und da brauchen wir Oak Raisin, Wine, Rabbit's Foot
Pomegranate. Ja, den Rabbit's Foot würde ich mal sagen, den kriegen wir, wenn wir einen Hase schlachten, oder? Wäre ja so die logischste. Nee, ich glaube, das hat man auch anders gefunden. Ich glaube, ich hatte schon mal einen Rabbit's Foot und habe den irgendwann dann verkauft, weil wir ihn nicht brauchten oder so. Oder vielleicht habe ich ihn sogar hier irgendwo in der Truhe gelassen. Ich weiß es gerade nicht genau. Kommen wir an Wheat. Wheat für das Marnie Bundle. Wheat kannst du anpflanzen. Warum machen wir das nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Warum machst du das nicht, Sascha? Ach so. Ja, ich bin der Angler jetzt. Du bist der Farmer Boy. Okay, ja, okay. Dann gehe ich morgen mal einkaufen. Oh nein. Sascha, kauf bitte nicht noch mehr Sachen ein. Aber sollte ich nicht eigentlich die Artisan Goods und alles noch verkaufen? Weil ich krieg doch mehr Geld dafür. Und du die Fische. Ja, weiß ich gerade nicht so ganz genau. Ich bin der Meinung, sowas hier wie Käse und sowas hatte ich schon die ganze Zeit immer. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch. Oh, warte mal, es ist schon 10 Uhr abends. Ja, shit, ich komm noch langsam mal zurück hier. Lea geht auch schon langsam ins Bett. Ladies first natürlich hier, ne? Im Bett. Was? Im Bett, Ladies first. Nein, nö, sie ist hier gerade von Küche Richtung Bett gegangen und da hätten sich unsere Wege gekreuzt. Hab ich ja natürlich den Vortritt gelassen. Oh. Oh, scheiße, da weg mit den blöden... Die Lampe da wieder kurz, danke schön. So, ich bin unterwegs. Sehr gut, ich leg mich schon mal ins Bett. Kannst du mir gefallen tun, kurz nochmal in die Bundles reingucken, ob man da irgendwelche Muscheln braucht? Sollten wir schon haben. Das ist ja, glaube ich, darf ich nicht mehr. Das Spiel ist bei mir buggy. Warum? Darf in der Bundle-Übersicht nicht mehr vom Bulletin Board weg. Es gibt ja auch nur noch das Bulletin Board. Ja, trotzdem kann man sich doch die anderen eigentlich angucken. Ich hatte eben gerade gestartet beim Foraging-Ding oder sowas. Und konnte dann immer weiter nach rechts gehen. Okay, weil dann ist es bei mir aber genauso, weil ich konnte nämlich auch nur das Bulletin Board angucken. Ja. Ah nein, da kommt eine Fledermaus. Hey, da steht ein Slime auf unserer Ranch hier. Alle! Jetzt gib hin, Junge! Lass unsere Hühner in Ruhe. Warum bist du nicht fit? Ich bin immer fit. So, weg mit dem. Okay, ja, dann gute Nacht, Sascha, ne? Ja, gute Nacht. Schlaf gut, John Boy. Jetzt gucken wir noch schnell, was Haley sagt. Haley. Oh, okay, ich habe eine Decorative Lantern hier mal kurz aufgehoben. Das habe ich eben gerade auch schon gemacht. I'm ready to have fun. Ja, ja, los. Lass es pennen gehen, Alter. Okay, vielleicht sollten wir kurz nochmal ins Community Center gehen, um zu gucken. Ja, ich glaube auch. Was wirklich gerade Phase ist hier. Ich glaube auch. Jetzt kommt doch sowieso erstmal Luis, der uns wieder darauf hinweist, dass morgen Festival ist. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder die scheiß Lampe da hinstellen. Wo zum Teufel ist Lea? Oh, ja. And she's gone. Was sagst du denn? Oh, ich hab... Oh, Sascha, ich hab Hash Browns bekommen hier. Yeah. Good morning, dear. Smells good, doesn't it? I made you breakfast. Dankeschön. Was soll denn die Kacke hier heute? Warum? Was ist los? Übelst laut das Spiel. Schnucki, dafür kriegst du erstmal wieder eine Sonnenblume. Ja. Warum steht Lea bei mir auf meiner Ding-Veranda? What the fuck, einfach nur? It's simpler to be friends with the trees. They don't have much to say. Wo sie recht hat. Alter, was bist du für eine Verschobene, ey? Hallo? Dear Scroll, tomorrow we're holding the Egg Festival in the town. We should arrive zwischen 9 und bla 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 für die Egg Hunt. Ja, ja, schön. Inventory full. Ich pack mal jetzt wirklich alle
Erze und Zeug, Kohle, alles was ich habe, was so in die Richtung Gestein geht, packe ich jetzt mal wieder hier in diese Kiste rein. Jo. Lehm war da nicht mit dabei. Und dann hätte ich mal gesagt, gehe ich direkt auch mal in Richtung hier des Community Centers, um zu checken, was denn jetzt Sache ist. Redest du eigentlich noch mit unseren Hühnchen? Jo. Das ist gut. Weil ich will nämlich glückliche Hühner haben. Dass sie irgendwann mal schlachten können und draufschreiben können auf die Verpackung von glücklichen Hühnern. So wie okay. Sie es gehört. Ja. That escalated quickly. Da müsst ihr mal, was für ein Schweinscroll eigentlich ist, Leute. Ja, das ist richtig. Das kommt weg. So, jetzt gucke ich mal kurz ins Community Center. Da kann man nicht irgendwie auf die Schnelle. Weißt du, was mal geil wäre, wenn wir ein Pferd hätten? Sure. Sollen wir jetzt mal einen Pferdestall kaufen, solange wir uns kein anderes Ding hier leisten können? Was auch das? Ist halt immer mehr Aufwand, den wir betreiben müssen, ne? Warum mehr Aufwand? Noch ein Stall mehr, den wir abdecken müssen, den wir morgens fliegen müssen. Ja gut, aber wie viele Tiere stehen da drin? Eins oder zwei? Oder keine Ahnung, mehr bräuchten wir ja gar nicht. Noch nicht. Keine Ahnung, von mir aus. Also das Aquarium haben wir fertig. Den Safe Room haben wir fertig. Wir haben den Keller fertig. Uns fehlt wirklich nur noch das Ding. Ja. Haha, sehr schön. Das habe ich schon mal. Wir brauchen eine Duck Feather. Ja. Keine Ahnung, wo man das herkriegt. Ja, von der Ente wahrscheinlich. Ja, und wie? Die legt Eier. Ja, aber die verliert auch ab und an Federn. Ist das so? Ja, das ist so. Nur dann. So, Chef's Bundle. Fiddlehead Fern, Truffle, Maple Syrup. Maple Syrup haben wir schon. Und Trüffel kriegen wir irgendwann durch unser Schwein. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Hay können wir uns einfach aus unserem Ding holen. Oak Raisin haben wir auch schon. Wine, Rabbit's Foot und Pomegranate. Oder Pomnade oder wie das Ding heißt. Können wir Red Cabbage schon theoretisch anpflanzen? Du kannst du mal shoppen gehen kurz in die Stadt und. Muss noch gießen. Okay, dann gehe ich. Ne, ich gehe jetzt erstmal zu Robin. Ansonsten könnten wir halt mal gucken, ob wir das dann irgendwie die anderen halt schon fertig machen können. So, Robin, was geht? Construct Farm Buildings. Deluxe Coop. Oh lol, für die Deluxe Coop können wir Rabbits in unserem Stall halten. Und daher kriegen wir dann Rabbits Feed oder was, indem wir unsere Pferde Hasen schlachten. Oh, kann ich mir vorstellen. Warum zum Teufel klebt bei mir der Scheißhund an der Wand deines Hauses? Der ist über der Tür. What the fuck? Ja, ich habe das Gefühl, manche Sachen stimmen gerade hier nicht so mit dem Spiel. Also irgendwie macht Stardew Valley in letzter Zeit ziemlich Probleme, habe ich so das Gefühl. Ich meine, für die Leute vielleicht hier ganz kurz, wir haben versucht, die Aufnahme zu starten und hatten damit übelste Probleme, weil OBS es nicht mehr als Vollbild. Aber bei dir auch, oder was? Ja. Ah, schön. Weil OBS es halt einfach nicht erkannt hat als Capture-Ding. So. Hier ist doch eine Duck Feather sogar drin. Ja, ist doch nice. Wo hatten wir nochmal für die Bundles gesammelt? Weil hier habe ich beispielsweise gerade Oak Raisin gefunden. Das braucht man für das Enchanters-Ding.
Ja, das kannst du mir mal geben. Ich gehe jetzt noch mal kurz rüber. Aber ich brauche auch noch unser ganzes Holz mal schnell. Wo war denn unser Holz? Habe kein Holz. Ich habe kein Holz. Jetzt packe ich das für diese scheiß Angeln weg. Warum habe ich so viele Angeln in meinem Inventory? Keine Ahnung. Ich packe mal den Kram hier fürs Enchanting-Dings hier bei den Edelsteinen rein, weil das ist noch recht leer. Ah, ich habe hier 162 Holz. Ja. Oh, Mann, ich verkaufe jetzt erstmal die ganzen Crap, den ich da hier jetzt gerade aufgesammelt habe. Ach Ich du bin Kacke, eine hungrig. Maki Roll. Ja, müssen wir kochen. Ja, dafür brauchen wir erstmal das Rezept. Und ich glaube, das Rezept für eine Maki Roll könnte man im Pub bekommen. Ich guck da Oh gleich lol, mal. Hashbrown gibt plus 1 Farming, Sascha. Das ist nice. Ja, aber ich hab Farming, glaube ich, schon voll. Ja, willst du das dann haben? Eine Überlegung, ne? Aber die Frage ist das temporär oder ist das... Keine Ahnung, nimm es jetzt einfach mal und probier's. Dann wissen wir's. Wir bauen auf jeden Fall Holz. Ich gehe noch ein bisschen Holz hacken. Ja, ich gehe mal kurz in den Pub gucken, ob man da wirklich das Rezept für die Maki Roll bekommt, weil mir war irgendwie so. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Maki Roll wäre ziemlich sicke Sache. Ah, das Schwein! Geht's? Oh, jetzt gehen sie alle Ah rein. ne, das Tschüss. ist Zeit. Also, ich habe plus 1 Farming für 5 Minuten jetzt, 5,5. Ah, okay. Ja, das wäre jetzt sick gewesen, wenn du da halt plus 1 Farming als Skill gekriegt hast, weil ich könnte mir vorstellen, ja, obwohl du kannst die Hashbrowns wahrscheinlich auch selber kochen, gell? Also. Ja, hier kann ich mir auch das Rezept holen bei im Dingenskirchen. Im Pub? So, tatsächlich haben sie das Maki Roll Rezept. Kannst du Kostet zweimal holen? 1500. Ja, kostet 1500, ne? Aber nehmen wir trotzdem zweimal, ne? Warum nicht? Oh, ich darf es nur einmal kaufen. Ja, ist okay. Gibt's sonst noch ein Rezept, das du da holen kannst, was wir brauchen? Gibt Hashbrowns, Pancakes und Tortillas. Weiß nicht, ob ich davon irgendwas brauche. Ja, guck mal schnell nach. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Chef, Fried Egg, das können wir, da bin ich mir Ja. ziemlich sicher. Poppy, Maple Syrup, Fiddlehead, Fern und Trüffel. Nee, sonst brauchen wir da kein Ding. Gut, achso, das kann ich einfach sofort, das Rezept, das ist gut zu wissen. Was brauche ich denn für eine Maki Roll dann? Würde mal sagen, Fisch Ja, ist wahrscheinlich. und Ich hoffe mal irgendein Fisch und nicht einen speziellen, den man jetzt nur so im Winter kriegt oder so. Seetang oder sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Wäre ja schon logisch eigentlich, weil normalerweise sind die ja mit Seetang so umrollt so ein bisschen. Ja. Gelegte Gurken. Ach, die Händlerin ist gerade da. Pickled Kale. Ja, guck mal, ob du eine Pomegranate ob vielleicht bekommst. Stir-fry, Sturgeon, Oil of Garlic. Rare Seed. Sollen wir mal einen Rare Seed kaufen? Der kostet nur 1000. Von mir aus, ich war der Meinung, aber wir hatten den tatsächlich schon mal gekauft, aber ich weiß es auch Dann nicht haben wir mehr. eine Kaktusfrucht und einen Lingcod. Brauchen wir einen Lingcod noch für irgendwas? Weil ich erinnere mich nicht an den Fisch. Nee, Fische haben wir durch. Ja, aber ich meine einfach so. Oh, jetzt ist sie weg. Ja, schade, ich durfte sie mir auch nicht mehr angucken. Warum willst du es ja auch angucken? Wir wollen nicht. Jetzt Okay, sehe ich noch kommst was, du. was du nicht siehst. Kannst du hier mal noch. Wie viel Energie hast du noch? Nicht mehr viel. Und ich habe, glaube ich, auch kein. Doch, ich hätte eine Axt, aber. Ja, weil ich würde halt ansonsten kurz in den Wald hier gehen, in den Forest. Nice, da ist erstmal ein Pilz, das ist gut. Wieder Zwei. 9 Uhr, ne? Just saying. Ja, ich weiß, aber ich kann jetzt hier noch ein bisschen Hardwood sonst mitnehmen, weißt du? Ah ja, Hardwood kann ich sowieso noch nicht. Dafür ist meine Axt noch nicht ausgebaut. Ich habe nur die Du Steine für könntest mal Axt. das Erz schmelzen, wenn du da Bock drauf hast. Jo. Going. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was brauchen wir denn am ehesten? Schmelz einfach alles. Eisen. Eisen und Ding wären wahrscheinlich am nützlichsten erstmal.
Eisen und Kupfer. Gut, dass ich jetzt alles Gold erstmal geschmolzen habe. Ja, Gold ist auch fein. Das ist jetzt nicht irgendwie das Problem. Gold ist das Höchste, was wir gerade schmelzen können, gell? Und danach kommt schon Iridium, oder? Ja, richtig. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich eh erstmal Gold, weil meine Axt ist jetzt momentan eine Steel Axe. Hm. Warte mal, dann ist es gar kein Silber, dann ist es doch Eisen, oder? Ja. Okay. So, jetzt kommen wir zurück. Ist schon wieder 10 Uhr. Ja, bin schon unterwegs. Ich habe kurz den kompletten Hardwood-Bestand hier einfach mal ausgerottet und... Jetzt können wir ja gleich dann schlafen gehen. Was mit Rezepten? Nö. So, Marky Roll. Und was brauchst du? Ah, sehr gut. Irgendein Fisch, Seaweed und Rice. Das klingt machbar. Also Seaweed ist jetzt nicht so das Problem. Da schmeißt einfach deine Angel ins Meer. Das könnte problematisch werden. Warum? Das wird vielleicht irgendwo im Laden kaufen oder so. Nee, du kannst dir Rice direkt bei, wie heißt der nochmal? Harvey? Yeah. Henry? Horst? Yeah. Pierre? Ah, Pierre. Harvey Henry. Horst. Horst. ab ins Nest. Ja, liebe Leute, und damit bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was sagst du dazu, Haley? Did you get everything done today, Scroll? Ja, sicher, ey. Hätte ich mal gesagt, bis zur nächsten Folge. Es würde mich freuen, wenn ihr da wieder vorbeischaut und guckt auch gerne mal beim Sascha vorbei. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.